Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von The Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Und wir sind ja hier immer noch mit diesen komischen Viechern beschäftigt, ne? Aber ich muss mal ganz kurz ein bisschen leiser auf meinen Ohren machen. Das ist ein bisschen sehr laut. Hatten wir den versucht abzuschießen? Gut, auf jeden Fall fallen sie runter. Haben wir genug Munition? Frage mich gerade. 12 Stück. Das ist ein bisschen wenig, wa? Können wir irgendwie noch Munition machen? Nur mal so nebenbei. Einfach mal gefragt. Können wir hier irgendwo was herstellen? Rauszoomen, zentrieren? Nee. Ich würde gerne noch ein paar Pfeile machen. Keine Feuerpfeile. Ich würde gerne andere Pfeile machen. Aber okay. Haben wir einen Feuerpfeil. Okay. Ist alt ein bisschen schlecht. Die Tiere werden mehr sehen und irgendwie raschelt das Tier überall. Ey. Boah. Hier muss ich vorsichtig sein. Warum? Vor allem, warum fressen die nicht die Affen einfach? Die sind doch bestimmt viel einfacher zu holen als Ecke. Oh, jetzt ein Schlamm. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, wa? Wo muss ich denn lang? Da. Okay. Eine Miezekatze. Aber es waren zwei, ne? Wo ist die zweite? Kann ich irgendwie was hier mitnehmen? Nee, kann ich ja nicht mitnehmen. War da was? Nein. War nur ein Lichtschein. Ein bisschen Affe, okay, der bringt mir nicht viel, wa? Ich glaube, die Tiger werden nicht glücklich sein, wenn ich den Affen schieße. Hallo, aua, aua, aua. Heilpflanzen sind bestimmt gut. Was ist das? Aua. Tut mir doch nicht weh. Ja, das läuft ja gut hier mit Tastatur und so. Da oben sind Affen. Fress die. Ja, warum hast du denn nicht losgelassen? Warum duckst du dich nicht weg? Na komm. Das funktioniert. Ja, das freut mich. Bist du noch hinter mir? Bestimmt, wa? Na komm, Miezi, Miezi, Miezi. Miezi. Ja, nicht abhauen hier. Warum schießt du einen? Achso, du kannst nicht lange festhalten, wa? Ah, der ging. So richtig schön ins Gesicht. Puh. Ja, die kleine dreckige Miezi. Da hilft dir auch wegrennen nichts zu. Autsch! Vermeiden Sie Angriffe. Ja, ja. Witzig. Da kommt noch einer. Oh, hi. Autschi. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Oh. Ich glaube, ich habe so viel gedrückt, gerade im Elan, dass ich das Bild, dass ich das Video abgebrochen habe, oder? Katze ist auch weg. Gut. Habe ich wohl geschafft. Drücken Sie F1, um sich zu heilen. F1, heilen Sie mich mal. Ach, kriege gleich Punkte fürs Heilen. Das sind gute Punkte, die werde ich alle sammeln. So, gibt es hier noch was? Hier sind noch ein paar Heilpflanzen, wa? Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir davon ein paar bei haben. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Noch ein bisschen Hartholz. Aber mich interessiert mal, wo ich Pfeile bauen kann, weil allzu viel haben wir nicht mehr, ne? Wo sehe ich denn hier überhaupt meine Pfeile? Hm. Wir hätten 10 Federn, wir haben Hartholz, aber warum kann ich denn keine Pfeile bauen? Hm. Okay, wo muss man lang? Da hoch? Ups. Mann, immer diese falschen Tasten, ey.
Ja, da hoch. Gut, dann nehmen wir uns aber die Dinger noch mit. Und da noch ein bisschen Hartholz. Und dann vermute ich mal, dass man die nur am Lagerfeuer bauen kann. Kann das sein? Und die Kätzchen haben schon einige Menschen wohl mitgenommen. Und weggemampft. Na gut. Hauptsache, die lassen mich in Ruhe. Dann ist alles gut. Oh, das Flugzeug. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! So, ich weiß jetzt nicht, ob die Mizi-Katzis noch leben, aber wir haben Messer gezogen. Deswegen geht man einfach davon aus, dass das eine zumindest tot ist. Ein Frosch. Oh, süß. Ein blauer Frosch. Oh. Niedlich. Oh, auf den Baum klettern. Ups. Kriegen wir alle hin. Das ist ja kein Ding. Wir müssen wahrscheinlich... Guck mal da hoch. Nee. Ist ja nicht markiert. Aber hier ist ein schöner Wasserfall. Aber hier muss es doch hochgehen, oder? Ja, wir sollen wahrscheinlich da hoch, aber dann will ich hier unten erstmal gucken, was wir hier noch so finden. Da kommen wir auch auf den Baum. Warum das da? Und guck mal, da kommen wir auch hoch. Und was haben wir hier? Oh! 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Das kann gut sein. Auf jeden Fall haben wir noch eine Tagebuchseite gefunden. Finde ich schön. Haben wir sonst noch irgendwas? Das Taschentuch? Da haben wir nichts weiter gefunden. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Das hatten wir ja. Ich weiß. Und hier hatten wir die Rolle. Okay. Da haben wir noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und hier ging es auch noch hoch, oder? Sieht irgendwie so aus. Als ob man hier auch mal gucken könnte. Da müssen wir auf jeden Fall nicht hin, ne? Oder? Weil ich wollte unten am Wasserfall nochmal gucken. Ja doch, hier kommen wir rüber, ne? Oh, da haben wir noch eine Seite. Ne, das war nur Papier, okay. Da kommen wir rüber. Dann gucken wir nochmal kurz am Wasserfall. Vielleicht versteckt sich noch was im Wasser oder so. Ja, runter. Lara. Danke. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Höhle oder so. So ein kleines Versteck oder irgendwas. Was? Guck mal hier. Was haben wir da gefunden? Na, auf jeden Fall Öl mit einem Wasser, okay. Ich hatte mir jetzt eigentlich was Schöneres vorgestellt, aber... Hauptsache der komische Puma oder Gepard kommt nicht her. Guck mal, wie schön das hier ist. Grünes Wasser. Wir waren tauchen. So nicht. Ah, oh, Fische. Ich drücke mal die falsche Taste, Mann. Das kotzt mich ja an. Da ist auch ein Flugzeugteil, ne? Kommen wir hier nicht runter irgendwie? Da ist eine Höhle. Ah, hier haben wohl auch schon einige das Leben gelassen, wa? Was haben wir hier? Noch ein Rucksack. Geheimnis entdeckt, cool. Da oben ist irgendwas und hier hinten ist noch irgendwas, oder wie? Das haben wir gerade gefunden, ne? Wir haben ein Geheimnis gefunden, was wir schon gefunden haben. Super.
Toll, danke. Ist hier sonst noch was? Nö. Aber sag mal, wie konnte ich denn tauchen? Oder kann ich hier einfach gar nicht tauchen? Ich glaube, ich kann hier gar nicht tauchen, oder? Na gut, haben wir noch ein Geheimnis gefunden. Ist ja auch nicht verkehrt. Dann können wir da jetzt wohl rüber hoppeln. Alt! Ein bisschen Hartholz nehmen wir mit. Wir brauchen immer noch... Kommen wir da rauf? Nee, ne, den Baum können wir nicht klettern. Schade. Weil das sieht irgendwie da oben aus, als ob man da auch raufkommen könnte. So ein schönes Plateau oder so. Nee, die klettert es aber nicht. Schade. So, mal kurz von hier gucken, aber... Guck mal da. Klasse. Man kommt darauf. Da ist irgendeine Statue, ne? Aber nicht so, wie ich gerade gesprungen bin. So, nochmal. Guck mal, was wir hier haben. Fehlende Ausrüstung. Na toll. Können wir hier wenigstens was lesen? Nee. Na gut, wir haben ein Geheimnis gefunden, wo wir trotzdem noch nicht reinkommen, weil wir Ausrüstungsmangel haben. Toll. Kommen wir jetzt hier wenigstens rüber? Ja, gut. Klappt ja alles. Dann müssen wir jetzt hier wohl rüber. Wuppu. Und da sind wir auch schon fast oben. Beim Flugzeug. Das Flugzeug. Oh, noch ein paar Federn. Jonah, bist du da? Jonah, bist du da? Ja. Wuhu. Nein, kein Jonah da. Aber da ist unsere Ausrüstung. Und jetzt kommen wir natürlich nicht zurück, wa? Genau das brauchen wir. Kommen wir nochmal zurück? Da ist ja Jonah. Ich dachte, du wärst tot. Falsch gedacht. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Nein, der ist tot. Er hat es nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli.
Hätte man sie sich nicht noch in die Pfanne schmeißen können? Danke. Ja, so bin ich. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. So, aber für heute ist Schluss. Und ich sehe, dass da diese ganze Zeit das Schwarze hinter mir flackert. Das finde ich natürlich nicht so dolle. Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Folge dann auch wegkriege. Na gut, ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen und bis dahin tschüss und bye bye.